Moskau und aus Fienza kommen. Die Gruppe, die hier schon in Wien auftrat. Und da sehe ich eben eine Einblendung, habe ich mich jetzt versehen, natürlich, denn die Russinnen tragen ein pinkfarbenes Rot. Also ist jetzt zunächst Tschechien dran. Na gut, dann warten wir auf das russische Team und beschäftigen uns zunächst mit den jungen Damen aus Prag. Von Bohemians kommen sie, alle aus einem Club, fünf Mädchen, neue Gruppe und Neuaufbau. Vog ist ja nicht dabei. Marketa Pauknerova und Petra Sikorova formen da ein neues Nationalteam. Jetzt zu Hause am Bildschirm auch viele junge Mädchen, die ihre Freizeit mit der Gymnastik verbringen, hier Anregungen holen. Was kann man nachgestalten? Denen möchte ich sagen, liebe Mädchen, schaut hin zu den rhythmischen Sportgymnastiken. Hier gibt es viel abzuschauen. Man muss nicht in die Top-Leistungsbereiche hineinkommen. Das beweisen auch solche Gruppen wie hier die Tschechinnen oder die Finninnen zum Beispiel oder die Kanadierinnen. Gymnastik macht einfach Spaß und in Gruppe und im Wettkampf sowieso. Und eine Riesenbewegung entsteht derzeit im Lande. Sollten Sie das noch nicht bemerkt haben, liebe Zuschauer, der Deutsche Turnerbund ist zum Beispiel ein Verband, der den meisten und größten Zulauf hat. Und besonders durch junge Mädchen im neuen Wettkampfbereich Team Aerobic. Eine andere Freizeitform, aber ein Wenn anzuknüpfen. 17-, 18-jährige Mädchen, sie kommen doch zu zweimal Training am Tag zusammen. Aus einem Club, wie gesagt. Und gestern machten sie ein paar Fehlerchen, fielen zurück auf Rang 22. Und ich glaube, heute freuen sie sich über eine Steigerung. Na bitte, die Ausführungsnote liegt höher als gestern. Gestern nur 8,1 und heute 9,06. Die Schwierigkeiten ähnlich wie gestern, 9,4. Aber keine Chance, in den vorderen Bereich zu kommen.